Wissenschaftler lüften Wahrheit über Chemtrails. Was ist, wenn das Wetter, das du für natürlich hältst, tatsächlich von Menschen kontrolliert wird? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Ich liebe euch alle. Ja, Mann, Alter, wir ziehen uns ein weiteres Video rein, welches heißt Wissenschaftler lüften Wahrheit über Chemtrails. 100% Beweis. Feed interessante Welt. Das ist ein, das sind beides Kanäle, die ich auch nice finde. Multi und interessante Welt. Und zwar geht's mal wieder um das Thema Chemtrails. Schön die Aluhütchen auspacken. Video Daumen nach oben knallen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und der Peter geht los, Digga. Peter, ey, den Mann, Alter. Aircraft making a condensation trail is very similar in many ways to when you go outside on a cold day and exhale, you create a condensation trail. That little cloud is a condensation trail. Now, if you take a 2-mile walk on a cold day and you can turn around and you can see your condensation trail tracking all the way back for 2 miles. That's how crazy it is to think that what we're looking in the sky is actually condensation trail. Das ist eine krasse Aussage, Digga. Ihr habt es ja verstanden, ne? Ist ja mit Untertitel so. Also es wäre genauso, wie wenn ich an einem kalten Tag draußen rumlaufen würde und da kommt ja dieser Rauch quasi aus meiner Nase oder aus meinem Mund raus und dann würde ich nach hinten gucken und ich könnte diesen ganzen Streifen noch 2 Kilometer oder 3 Kilometer weit mitverfolgen. So. Das nimmt der als Analogie. Das sind Kondensstreifen. Und wenn am Himmel diese Streifen bleiben, wenn ein Flugzeug vorbeifliegt, weil jeder hat den Unterschied ja schon mal gesehen. Also wie oft habt ihr schon Flugzeuge vorbeifliegen sehen, die nur hinterm Flugzeug ein bisschen so Kondensstreifen hatten. Und dann gibt's andere Flugzeuge, die Streifen ziehen, die dann die ganze Zeit am Himmel bleiben und auf einmal Wolken bilden. So. Hey Leute, es gibt ein Thema, das sofort dazu führt, dass der Betroffene, der kritisch darüber spricht, als Aluhutspinner bezeichnet wird. Also ist es endlich Zeit, dass auch ich mir den Hut aufsetze. Setze den Mann, Alter. Habt ihr hoffentlich schon ausgepackt, meine lieben Freunde, den Aluhut, ja? Ist krass, wie Leute direkt mundtot gemacht werden, wenn die nur anfangen, über diesen Begriff Chemtrails zu reden. Das ist halt wirklich heftig so. Weil wenn du über Geoengineering redest, so, dann hören dir wieder Leute ein bisschen mehr zu. Weißt du? Und dass sie wirklich versuchen, das Wetter zu beeinflussen und dass es sogar Dokumente gibt, wo die sagen, wir wollen das Wetter kontrollieren und solche Sachen so. Offiziell, dann sieht es schon wieder anders aus. Weißt du, was ich meine? Wollen wir die gesamte Chemtrails-Thematik besprechen. Das jedoch nicht mit aus der Luft gegriffenen Theorien, sondern mit Indizien, die von Wissenschaftlern besprochen werden. Ich beziehe mich in diesem Video also größtenteils auf die Aussagen von Piloten, Doktoren und Wissenschaftlern, die selbst über deren Erfahrung oder Forschungen mit den Chemtrails sprechen. Bevor wir uns die Faktenlage jedoch anschauen, lass uns kurz darüber sprechen, wie es zu dem Hype rund um die Chemtrails kam und was das überhaupt ist. Hier gibt es 2 gegensätzliche Meinungen zu dieser Thematik. Schauen wir uns zuerst die offizielle Version an. Die offizielle Version der Chemtrails. Der momentane Stand der Dinge laut Mainstream-Medien ist, dass es Chemtrails nicht gibt, sondern dass es sich hierbei um reguläre Kondensstreifen handelt. Das wiederum sind Eiskristalle, die in der Regel in der oberen Troposphäre... Gut aufgebaut so. Erstmal gucken, was das eigentlich bedeutet, dies, das, bla bla bla. Weißt du, was Mainstream-Meinung ist? Feiere ich gerade den Aufbau vom Video. ...stehen. Sprich in einer Höhe zwischen 8000 und 12000 Metern. Das tritt auf, wenn wasserdampfhaltige Abgase aus Flugzeugtriebwerken auf kalte Luft treffen. Die unterschiedlichen Muster der Streifen entstehen laut Mainstream-Medien durch die unterschiedliche Flughöhe, der Art des Flugzeugs und der Wetterlage. Dass die Streifen länger sind und teilweise über längere Zeit am Himmel sprichwörtlich... Das darf doch eigentlich gar nicht sein. Kondensstreifen verschwinden doch sofort. Festkleben, sei laut dem Magazin quarks.de kein Hinweis darauf, dass eine übergeordnete Macht uns kontrollieren möchte. Ja, Digga, das ist halt so wieder, das wird direkt so abgetan. Ja, nee, du komischer Verschwörungstheoretiker mit irgendwelchen Wahnvorstellungen, das ist keine übergeordnete Macht, die irgendwas auslöst. Aber Bro, erklär mir doch einfach, wie das möglich ist, dass Kondensstreifen stundenlang am Himmel bleiben.
In dem Magazin quarks.de wird auch auf eine Studie hingewiesen, die beweisen soll, dass keine Weltverschwörung hinter den Kondensstreifen liegt. So sei es, dass viele Menschen glauben, dass das sogenannte... Hier, Digga, das ist unser Chat. Das ist unser Chat, Digga. Guck mal, das seid ihr. Secret Large Scale Atmospheric Program, kurz SLAP, darauf ausgelegt ist, die Menschen zu manipulieren. Die Studie möchte ich hier vollständigerweise mit anführen, um euch beide Seiten in Gänze zu zeigen. Die Studie mit der Quelle seht ihr nun im Video eingeblendet. Für alle Studiengeilen, hier ist sogar Studie dabei. Sie kommt zu dem Fazit, dass die Flugzeugtechnologie in den letzten Jahren dafür sorgt, dass die Kondensstreifen länger am Himmel bleiben und dass die industrielle Veränderung dafür sorgen könnte, dass die Aerosolablagen in einigen Gebieten zunehmen könnte. Der Fokus auf die SLAP würde jedoch die Aufmerksamkeit von wichtigeren Themen wegnehmen, auf die man sich fokussieren solle. Ob das wirklich ein gültiges Fazit ist, werden wir im Verlaufe des Videos hinterfragen. Dass diese offizielle Version mittlerweile breitflächig auf Skepsis trifft, können wir anhand der Kommentare und den Bewertungen dieser Veröffentlichung sehen. So hat das renommierte Magazin Tech Insider am 21. August 2016 ein Video über Chemtrails hochgeladen und diese offizielle Version bestätigt. Das Video hat 1500 Kommentare und 1000 Dislikes. Diese Version scheint nicht gut anzukommen. Ein weiterer deutscher Bericht kam von dem Report. Also ich sag dir ehrlich, so wie es ist, das Bewusstsein auf der ganzen Welt steigert sich. Die skeptischen Hinterfrager werden mehr. Ja, wir werden mehr, Freunde. Und es wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Umso mehr Bullshit um die Ecke kommt, umso offensichtlicher die Lügen werden, umso mehr Menschen werden aufwachen. Magazin zu dem WDR gehört. Das Video wurde am 1. Juni 2015 hochgeladen und generierte auch 1780 Kommentare, ebenso wie 1700 Dislikes. Auch diese Version scheint nicht gut anzukommen. Wir sehen also, dass... Was aber jetzt noch kein Indiz dafür ist, ob es stimmt oder nicht, ne? Muss man ganz klar dazu sagen. Das Narrativ, wie es vorgelebt wird, nicht auf Zuspruch stößt, sondern eher auf Widerwillen. Liegt das an dem Irrglaube der verstrahlten Verschwörungstheoretiker oder an der eindeutigen Faktenlage? Werfen wir nun also... Verstrahlte Verschwörungstheoretiker, Bro. Verstrahlt in man, Alter. Blick auf die zweite Version der Chemtrails mit dem Stichwort Geoengineering. Aha. Also, die Wahrheit über Chemtrails. Der eine sagt, er soll mal da Beweise liefern. Bro, bleib doch mal cool. Wir sind bei 4 Minuten von 24 Minuten. Und er hat erstmal jetzt die Mainstream-Seite dargestellt. Immer schön die Füße stillhalten, meine lieben Freunde. Immer schön Geduld an den Tag legen. Tief durchatmen und erstmal abwarten, was noch passiert. Trails occur because of cold air, minus 30. It takes a high altitude, around 30,000 feet plus. There's a carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. Well, it never lasts more than a minute. Also es bleibt eigentlich nie länger als eine Minute so. Der ist Pilot, sagst du, oder was? Gib mir die Piloti-Vibes, Bro. Das Outfit hat er auf jeden Fall an. Seeing now, when I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. It's got to be some outside influence doing that. In diesem kurzen Ausschnitt spricht Jeff Nelson, laut dem Video ein ehemaliger Pilot, über die Dauer der Kondensstreifen und das... Was war denn das für eine Anhörung? In Amerika gibt es voll viele Anhörungen für solche Themen. Ne? Auch diese Alien-Anhörung jetzt und so. Das ist auch eine Sache, die in Amerika auf jeden Fall schon anders ist als bei uns in Deutschland. Da gab es auch zu Corona und diese eine Twitter-Mitarbeiterin musste sich ja auch vor Gericht verantworten und so. Ich glaube, in Amerika ist es anders wegen der Verfassung auch. Wir in Deutschland haben ja gar keine Verfassung. Also wir haben das Grundgesetz. Das sagen ja auch viele, dass wir eigentlich gar kein richtig eigenständiges Land sind mit Verfassung. So. Weil wenn du Verfassung hast, dann kannst du auch eigentlich Leute vor Gericht stellen
wenn die Unfug getan haben, so weißt du. Und es gab einige Leute, die auch in der Corona-Zeit Unfug getan haben, so weißt du. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, werden die gar nicht richtig zur Rechenschaft gezogen oder nicht mal versucht, zur Rechenschaft gezogen zu werden. In Amerika gibt es voll oft diese komischen Anhörungen über Verschwörungstheorien, in Anführungszeichen, vor offiziell vorm Gericht und so. Und ihm die Kondensstreifen nur für eine gewisse Zeit am Himmel sichtbar sind, bevor sie verschwinden. Das ist bereits die erste gegensätzliche Aussage zu dem offiziellen Narrativ. Wir erinnern uns zurück, die Studie erklärt in deren Fazit, dass sich die Kondensstreifen mittlerweile länger in der Atmosphäre halten würden, weil die Industrie fortgeschritten ist und die Technik nun häufiger angewendet wird. Welche Technik? Also die sagen einfach nur, weil die Flugzeuge moderner geworden sind, halten die Kondensstreifen länger am Himmel. Aber warum? Verstehe ich nicht. Da muss ja dann irgendein anderer Stoff noch mit drin sein. Das sind ja dann nicht nur Eiskristalle, wenn die nicht gleich verschwinden, oder? Jetzt mal rein logisch so. Ich würde mir eigentlich eher vorstellen, wenn dass wenn die Technologie verbessert wird, dass wir dann eventuell gar keine Streifen mehr hinter den Flugzeugen haben, so, weißt du? Oder? Warum fehlt jedoch? I'm here to give you testimony that chemtrails, they're not contrails, are indeed real. They're spraying almost every day. I watch the clouds and watch the spraying program going on. I want to tell you that we're in very great danger from the pollution that's coming down over us. And we've been led astray by the military-industrial complex, and they're responsible for the cloud's creation and weather manipulation programs. They're dark operations. That's why they're not out in the media. In diesem Videoausschnitt spricht Alan Buckman, ein ehemaliger militärischer Meteorologe, über die Unterschiede zwischen Kondensstreifen und Chemtrails. Die Streifen stehen so lange wegen den Schwermetallen. Das würde Sinn machen und erklären, wieso sich Kondensstreifen nur über eine kurze Zeit in der Luft halten, während die Chemtrails über längere Zeit sichtbar sind. Außerdem würde es eine Erklärung bieten, wieso die Mainstream-Medien behaupten, dass Kondensstreifen länger am Himmel sichtbar sind, weil einfach keine Unterscheidung zwischen den beiden unterschiedlichen Streifen gemacht wird. So. Ich habe das selber schon mal gesehen, dass ich ein Flugzeug gesehen habe, wo kein wirklicher Streifen geblieben ist. Und dann habe ich Flugzeuge gesehen, wo wirklich die Streifen den ganzen Tag bleiben und sich daraus Wolken bilden. Ich meine, erklär mir das. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Flugzeugen? So. Was ist der Unterschied von den Kondensstreifen? I don't know, bro. Also was diese Chemtrails und so angeht, also ich bin da echt... Also der Meinung, dass auf jeden Fall versucht wird, das Wetter mehr oder weniger zu kontrollieren. Ich habe das hier in Mexiko selber erlebt. Ich habe hier, seitdem ich wieder hier bin, seit 7 Monaten jetzt, nicht einmal Chemtrails am Himmel gesehen. Und an einem Tag habe ich 5 Flugzeuge gesehen und 5-mal waren die Streifen da und sind da geblieben. Und ein paar Stunden später hatten wir Wolken und Regen. Und am nächsten Tag auch. Ich habe es einfach gesehen, Bro. So. Das habe ich mir auch nicht eingebildet, ich habe das gesehen. So, erklärt mir das, weißt du, wie ich meine? Wie funktioniert das? Falls es einen Unterschied zwischen den beiden Formen von sichtbaren Streifen am Himmel gibt, wie zeigt sich dieser? When you look up at the sun and you see a white haze, that is aluminum floating in the air right now and it's coming from the aircraft. Tschüss, warum heben die alle ihre Hand? There's a huge amount of aluminum being found because these sprays have aluminum. Das Ding ist halt, die Leute, die das verursachen, ne, die sagen, okay, wir machen Chemtrails und so. Es gibt ja die Leute, also ich glaube, die werden am Ende des Tages damit kommen, dass die sagen, wir blocken die Sonne, damit, weil die Erde immer heißer wird und Klimawandel und wir müssen euch beschützen vor der Sonne, so. Die Frage ist halt, wenn es wirklich einen negativen Effekt auch auf unseren Körper hat und auf unsere Gesundheit, so, dann sind, aber das hat ja dann auch einen negativen Effekt auf die Leute, die das verursachen, Digga, weißt du, wie ich meine? Davon kannst du ja nicht fliehen, oder? Das ist so ein Gedankengang, den ich gerade habe, so, weil wenn die ganze Welt verpesten oder wenn die mit den Chemtrails hier alles vergiften, dann vergiften die ja auch sich selber. Mäßig, oder? Strontium, Barium, Manganese. And there's a lot of argument that aluminum is very common to be found. But aluminum is only common in a bonded form. It's not common in a free form and we're finding high rates of free aluminum in the soil, which is not natural. In diesem Videoausschnitt wird nun der Unterschied klar.
Während die offizielle Version ist, dass Kondensstreifen sozusagen aus Eiskristallen bestehen, scheint es bei den Chemtrails so zu sein, dass dort Schwermetalle gefunden werden können, so vor allem Aluminium, Strontium, Barium und Mangan. Krass. Es scheint der Fall zu sein, dass diese Chemikalien nun häufiger im Boden zu finden sind, als das früher der Fall war. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Früher standen den Forschern dafür sogenannte Messwerte von Regenwasserproben zur Verfügung, in denen nachgewiesen werden konnte, dass höhere Anteile von Schadstoffen vorhanden waren. Tatsächlich gibt es aber auch eine offizielle Grafik von dem Bayerischen Landesamt für Umwelt. In der sogenannten Jahresübersicht Belastung der Atemluft in Bayern mit Aluminium können die exakten Messwerte abgelesen werden. Auffällig ist hierbei, dass die Werte kontinuierlich von 2004 bis 2015 stiegen. Boah, Digga, guck mal, hier ist ein Hoch auf 1438 gehabt. Also die steigen. Aber sind dann auch wieder ein bisschen runtergegangen, ne? Erschreckend ist vor allem in Würzburg bei der Polizei, wo der Wert 2004 bei 258 Mikrogramm lag und im Jahr 2015 bei 1800 Mikrogramm. Steigende Messwerte gibt es auch für Barium, Arsen und Quecksilber. Das hier ist nun also der erste Anhaltspunkt, den wir haben, um konkret eine Vermutung Also ich bin überzeugt davon, dass die am Wetter rummanipulieren. Ich meine, Geoengineering ist real. In manchen Ländern, zum Beispiel in Dubai und so, werden auch Wolken geimpft, damit es regnet und so. Und es gibt auch ein CIA-Dokument, was sagt, wir wollen bis 2025, glaube ich, das Wetter auf der ganzen Welt kontrollieren. Und dass sie daran arbeiten, ist safe so. Inwiefern das schon stattfindet und in welchem Ausmaß so, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, dass das definitiv der Fall sei. Deswegen wird ja auch diese Klimawandel-Propaganda und so angeschmissen. Und dann sagen die am Ende, ja, wir haben das nur gemacht, um euch zu schützen. Weißt du, was ich meine? So. Schützen vor der Sonne. Das macht für mich so wenig Sinn, Digga, ich schwör's dir. Denn, dass es gegebenenfalls eine Art Chemie-Cocktail gibt, der über irgendeine Art und Weise mit uns und dem Boden in Kontakt kommt. Aus der Industrie kann das nicht stammen, denn viele Schwermetalle, wie beispielsweise Arsen, sind größtenteils verboten worden und benötigen eine Spezialgenehmigung. Aber schauen wir weiter. Okay, these previous guys, I've watched exactly what they do, and yes, they are correct. I've seen exactly the same stuff, so ditto marks on those. You want some figures? Okay, latest water test, tested the rain. 13,100 micrograms per liter of aluminum in the rain in 2013. Normally, it should be zero. So 13,100 is pretty damn much, folks. It used to be zero, then it was 100s in the 2000s, and then since used to be zero is krass. 2010, it's into the 1000s and the latest 13,100. The snow on Mount Shasta, pristine Mount Shasta, 61,000 micrograms per liter, four times the amount that is found in the soil up there. Where in the hell is this stuff coming from if it's not coming from the soil? Hier spricht der amerikanische landwirtschaftlich orientierte Biologe Francis Mangles von der Regenwassermessung mit steigendem Aluminiumgehalt aus den letzten Jahren. Diese steigenden Messwerte zeigen sich also nicht nur in Deutschland, sondern genauso in Amerika. Hier ist bereits ein Trend erkennbar, denn die steigende Belastung betrifft vor allem Aluminium. Da stellt sich doch die Frage, unabhängig, ob dieser steigende Wert nun durch Chemtrails verursacht. Das mit dem Aluminium habe ich aber auch gelesen irgendwo. Wenn du bei Geoengineering reingehst, offiziell auf den Seiten, dann liest du, was da getan wird. Und das habe ich schon gelesen, dass die so Aluminiumpartikel in die Atmosphäre oder so reinsprühen, damit das die Sonne reflektiert, wegen zu viel Hitze und diese ganzen Sachen. Das habe ich schon gesehen. Also das gibt's offiziell. Ich bin gespannt, ob er das hier noch vielleicht mit, aufgenommen hat, so. Was offiziell geoengineering-technisch schon alles geforscht und passiert ist, so. Wird oder durch die Industrie, durch Katastrophen oder unbekannte Mechanismen. Welche Auswirkungen hat Aluminium in unserem Leben? Veränderung, das ist ein Artikel von Chris Exley, Professor in England, der vorschlägt, dass das, was am schlimmsten ist im Moment in unserer Umwelt, ist das Aluminium. Krass. Und sagt, ich liebe so deutsche Vorträge, sag ich dir ehrlich.
Fühle ich komplett. Dass, wenn man die ganze Wissenschaft durchschaut, dann sieht man, dass der Aluminiumspiegel in uns jeden Tag ansteigt. Und wir gehen gleich darauf ein, wo es herkommt. Ja? Und Aluminium sollte jeder von euch Spezialist werden, weil das ist das Thema unserer Zeit. Quecksilber. Krass. Ist ein bisschen am Abfallen, Blei am Abfallen, Aluminium ein Riesenanstieg. Und Morbus Alzheimer und die ganzen neurologischen Erkrankungen, degenerativ, hängen hauptsächlich mit dem Aluminium heute zusammen. Gut, es gibt Artikel, wenn man, also 1999 oder wurde Amalgam, wurde Quecksilber entfernt aus den Impfstoffen und ersetzt durch nanonisiertes Aluminium. Ach was. Ja, und dann... Da sind wir wieder beim Impfthema, meine lieben Freunde. War die Frage, okay, ist es besser oder nicht? Hier mal... Langweilige deutsche Vorträge, Beste. Ich finde das nicht langweilig, ich mag das voll so. Ich liebe das so, mir neues Wissen anzueignen und intelligente Menschen reden zu hören, die in einem speziellen Thema einfach viel Wissen haben, weißt du? Ich mag das voll. Artikel, der sagt, dass das Aluminium in den Impfstoffen erzeugt chronische kognitive Dysfunktion. Krass. Das heißt praktisch, es macht das Gehirn kaputt. Ja. Für alle Leute, die sich, also ich habe ein Video, auf ein Video reagiert mit einem Kinderarzt. Das konnte ich bei YouTube natürlich nicht hochladen, weil es auch um das Thema Impfung generell geht. So. Für alle, die das mal abchecken wollen, das ist ein sehr interessantes Gespräch auf jeden Fall. Checkt meinen Rumble-Kanal ab. Unten, erster Link in der Beschreibung. Rumble it in, man. Ich habe jetzt auch wieder 2-3 Videos, die ich auf Rumble hochladen werde, weil die von YouTube gesperrt bzw. eingeschränkt wurden. Auch das YouTube-Video, was ich heute hochgeladen habe, was natürlich wieder ein Video ist, was gut ankommt, weil es halt um diese Covid-Impfung-Thematik geht, so, wurde natürlich eingeschränkt. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich lade es trotzdem hoch, auch wenn ich damit keinen Cent verdiene. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt, supportet auf allen Kanälen, auf Rumble, auf YouTube, Daumen nach oben da, das Kommentare schreibt. Gerne hier auch auf Twitch mich supporten und unterstützen. Wenn ihr es fühlt, nur natürlich, ich küsse eure Zirbeldrüse, weiter geht's. Ein Wissenschaftler, der sich eingehend mit der Thematik der Schwermetallbelastung beschäftigt, ist Dr. Klinghardt, der übrigens in Amerika mehr als nur renommiert ist. Krass, der ist international unterwegs? Als absoluter Experte auf seinem Gebiet zählt. Seit Jahrzehnten forscht er an den Auswirkungen von unterschiedlichsten Schwermetallen auf die Gesundheit und konnte so zum Beispiel eindeutig nachweisen, dass Quecksilber, aber auch Aluminium, neurologische Schäden verursachen und das schon bei Kleinkindern, beziehungsweise bei Kindern, die gerade erst zur Welt gekommen sind und schon... Da, was haben wir gesehen in dieser einen Dokumentation, beziehungsweise in diesem Talk, den ich bei Rumble hochgeladen habe, hat er ja gesagt, was, wie viele Kinder werden ja schon in den ersten Monaten irgendwie 3-4 Mal geimpft oder so, ne? Im Mutterleib vergiftet werden. Aluminium kann zu Entwicklungsstörungen des Gehirns führen und auch die Motorik beeinträchtigen. Die Verbindungen schädigen Leber, Nieren und Knochen und können Entzündungen sowie oxidativen Stress verursachen. Der Stoffwechsel in der Zelle wird gestört und kann ein Absterben der Zelle verursachen. Problematisch ist, dass wir dieser Belastung permanent ausgesetzt sind, egal ob nun durch die Chemtrails, über die Industrie, die Nahrung oder unser Trinkwasser. Eine wichtige Entgiftungsmaßnahme ist daher essentiell für jeden Menschen da draußen. Dr. Klinghardt. Wie kann man von Aluminium entgiften? Empfiehlt dafür 2 Präparate, die er zur Entgiftung weiterreicht. So, jetzt bin ich gespannt. Nachweislich in der Lage sind, die Schwermetallbelastung zu senken. So einerseits die Chlorella-Alge und das sogenannte... Oh, Chlorella powerful. Habe ich jahrelang konsumiert, schon lange nicht mehr im Sortiment, ja? Enteros-Gel. Was war das andere? Chlorella-Alge und das sogenannte Enteros-Gel. Enteros-Gel? Okay, haben wir auf jeden Fall beides offen. Ziehe ich mir später rein. Erschreckend ist weiterhin, dass die steigende Aluminiumbelastung auch dazu führt, dass sich gewisse neurologische Störungen entwickeln, wie zum Beispiel Alzheimer oder ADHS. That's problem number one, because when we look at the Alzheimer issue, we say those are the old. The real problem is. Ah, jetzt geht's um Alzheimer hier. And the real scare I have is as I am a father of 2, I am a grandfather of 3.
So the drama is our children. ADD started in the 70s. Autism was not on the radar. There was no documents, there was no information. It was one in 100,000 children. Today, what we have is one in 48 boys. I was part of the early group that was looking for aluminum in ADD and ADHD. And all of those children that started to ADHS, bruv. Those phenomena had high levels of aluminum. When we figured out protocols to detox them out, to free the body of those particular contaminants, what happened is that their brains came back. Krass, man. Ja, das ist halt, hat alles immer einen ganzheitlichen Effekt, so muss man sehen. We do this to the age, it doesn't come back as quick, but it will come back. But I'm seeing Alzheimer's in 56 years old. Back in the 70s, Alzheimer's when you were 80. Die Aussagen von Dr. Stephen Davis sind übrigens deckungsgleich mit den Aussagen und den Messungen von Dr. Klinkhardt. Doch die schöne Info ist, dass es nun in unserer Macht und Verantwortung liegt, die globale Entwicklung zu hinterfragen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um dies zu verhindern. So. Es gibt keine staatlich geförderten Maßnahmen, um den Körper zu entgiften. Es liegt also an uns selbst. Es gibt keine staatlich geförderten Maßnahmen, um den Körper zu entgiften. Aber es gibt staatlich geförderte Maßnahmen, um sich impfen zu lassen, mit einem Impfstoff, der nicht richtig getestet ist, so. Da wird sogar ein Influencer 50.000 Euro bezahlt, damit er sich hinstellt und den Leuten schlechtes Gewissen machen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Soll mir noch einer sagen, dass der Staat im Interesse hat, dass wir gesund sind? Hör auf! Die natürliche Atmosphäre wieder aufzubauen. Und dafür braucht es in erster Linie das Verständnis über die Zusammenhänge dieser krankmachenden Einflüsse. Es ist also keine Frage, ob und woher diese Schwermetalle kommen, sondern wie wir mit dieser Sache umgehen. Meiner Meinung nach gibt es viele Indizien, die die Theorie der Chemtrails untermauern. Doch so weit müssen wir gar nicht gehen. Selbst wenn es keine Chemtrails geben sollte, wissen wir dennoch, dass die offizielle Version der Kondensstreifen nicht stimmig ist. Das Thema ist meiner Meinung nach deutlich zu komplex, um hier zu sagen, dass es Chemtrails zu 100% gibt, genauso wie es idiotisch wäre, jemanden als Aluhutspinner zu betiteln, weil dieser das offizielle Narrativ hinterfragt. So ist es. Ich sage, Chemtrails gibt's. Bin ich halt ein verrückter Verschwörungsschwurbler, Bro. Passt schon. Komm ich mit klar. Unter Anbetracht der steigenden Aluminiumbelastung scheint es mir sowieso der Fall zu sein, dass wir alle einen Aluhut aufhaben und diesen schleunigst wieder loswerden sollten. Das war eine gute Analogie. Der war gut, Bro. Um über diese wichtige Thematik im Detail zu sprechen, habe ich mir für dieses Video etwas Besonderes überlegt. Der YouTuber Interessante Welt beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit ähnlichen Themen wie ich und ich... Guter Kanal eigentlich, ne? Interessante Welt. Haben wir uns auch schon einige Dinge reingezogen. ...seine Ausführungen nur empfehlen. Seit Jahren hinterfragt er den Status quo und begeistert auch seine Abonnenten wiederum mit neuen Erkenntnissen. Wir wollen uns... Cross-Promo-mäßig, Digga, feier ich. ...stärken in diesem Video gemeinsam nach außen tragen. Daher wird er nun den zweiten Teil dieses Videos übernehmen. Krass, Digga. Haben die einfach ein Video zusammen gemacht, fühle ich. Viel Spaß damit. Mit dem Gedanken, wo ich mag den seine Stimme voll, ich schätze dir. Wirklich immer seltener einen natürlichen Himmel ohne Kondensstreifen von Luftfahrzeugen genießen zu können, kann man sich abfinden. Doch die Vorstellung, dass diese Kondensstreifen in Wahrheit giftige Chemikalien sind, die auf uns niederfallen, ist beängstigend. Neben der Behauptung, dass seit langem eine Vergiftung der Menschheit durch Chemtrails stattfindet, besteht auch die Sorge um gezielte Wettermanipulation. Was in den 90er Jahren mit einem bedenkenswerten Bericht der US Air Force angefangen hat, findet heute zahlreiche überzeugte Unterstützer. Was ist, wenn das Wetter, das du für natürlich hältst, tatsächlich von Menschen kontrolliert wird? Denn seine Videos sind immer so mit dieser Musik unten drunter und so, sind immer sehr wild. Wir haben uns schon sehr viele Videos von beiden reingezogen, aber von Interessante Welt sogar mehr, glaube ich. Genauer gesagt war es das Jahr 1996, als die US Air Force ein Strategiepapier über Wettermanipulation herausgab. Da sind wir doch, Bro. Wetter kontrollieren bis 2025, Bruder, habe ich sogar mit dem Jahr recht gehabt. Ich bin drin in der Schwurbelei. Ich bin mittlerweile schon ein Schwurbler mit schwarzem Gürtel, würde ich fast sagen.
oder? Übersetzt bedeutet es Wetter als Kraftmultiplikator, das Wetter besitzen bis 2025. Intensiv wird hier die Wettermanipulation behandelt. Schwarzgürtel-Schwurbler. Muss ich eigentlich meine Instagram-Bio aufnehmen? Darin werden die Möglichkeiten diskutiert, feindliche Streitkräfte durch manipuliertes Wetter zu behindern. Ist ja kein Schwurbeln, wenn es Tatsachen sind. Ja, safe, Bro. Ich mach das eigentlich auch nur, um mich darüber lustig zu machen, dass Menschen als Schwurbler bezeichnen, die einfach anders denken oder Querdenker als eine Beleidigung sehen. So, das ist einfach dumm, sowas zu sagen oder zu sehen, weißt du? Also ich würde mich auch nicht als ein Schwurbler bezeichnen, sag ich dir ehrlich. Ich mach das eigentlich nur, um mich darüber lustig zu machen, dass Menschen andere Menschen so nennen. Und sag dann, ja, ich bin mit Stolz Aluhutträger, Schwurbler, Querdenker, Verschwörungstheoretiker. Mach, projizier alles auf mich, passt schon. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wer ich bin. So. Und die aufgeweckten Geister hier im Chat wissen auch, wer wir sind. Schon im Vietnamkrieg setzten die Amerikaner erfolgreich künstlichen Regen ein, um Transportwege zu verschlechtern, Bäume entwurzeln zu lassen. So. Etc. Die Regenperiode dauerte 30 bis 45 Tage länger als gewöhnlich. Durch die Umweltfolgen wurden solche Umweltkriege zum Thema der Öffentlichkeit, wodurch heute 77 Staaten Vertragspartei der sogenannten NMOD-Konvention sind. Ein Vertrag. Wer heutzutage nicht als Schwurbler bezeichnet wird, hat was falsch gemacht. Safe. Safe. Da bist du ein Wokey. Kleiner Wokey bist du dann. Wenn du kein Schwurbler bist heutzutage. Und ich sag ehrlich, in den nächsten Jahrzehnten wird es noch wichtiger sein. Wenn du nicht ein Schwurbler bist in den nächsten Jahrzehnten, dann bist du lost. Bist verloren. Über das Verbot umweltverändernder Techniken, beispielsweise im Militär. Wokey ist geil, ne? Feier ich, Digga. Du Wokey. Habe ich auch so noch nie gehört, sondern das habe ich quasi übernommen von Andrew sagt immer Brokey, weißt du, zu den Broken. Wir können die Woken jetzt Wokies nennen, Digga. Feier ich hart. Nachweislich wurde seitdem mehrmals gegen die Konvention verstoßen. Ist das Strategiepapier der US Air Force nicht schon ein Verstoß? Das Verbot scheint überhaupt kein Hindernis zu sein, bis 2025 das Wetter zu beherrschen. Noch können viele nicht wahrhaben, dass die Wettersteuerung kein Science Fiction mehr ist. Wie weit private Unternehmen und das Militär tatsächlich in dem Gebiet sind, lässt sich leicht herausfinden. Große Farmbetriebe lassen sich den Niederschlag hervorbringen. Dies geschieht durch Flugzeugflotten, die die Wolken mit chemischen Zusätzen zum Abregnen bringen und sogar so Regen unterdrücken können. Für die Sommerolympiade 2008 in Peking wurde das schöne sonnige Wetter künstlich hervorgebracht. Und zwar indem eine Armee während der Olympiade Wolken mit Silberjodid beschoss. Keine moderne Technik, sondern schon seit den 40er Jahren aus den USA bekannt. Krass. Aufgrund. Also kann man auch Wolken eliminieren quasi, wenn man möchte. Der fortgeschrittenen Möglichkeiten, das Wetter je nach Bedarf zu verändern, stellt sich die Frage, ob man überhaupt sicher sagen kann, was genau am Himmel gerade passiert. Schön, ja. Tatsächlich haben selbst gewöhnliche Kondensstreifen von Flugzeugen Einfluss auf das Wetter und das Klima. Die Kondensstreifen sind nichts anderes als künstliche Wolken. In der Höhe, in der Flugzeuge fliegen, kann es bis zu minus 50 Grad werden. Wenn dort heiße Verbrennungsgase aus den Turbinen schießen, sehen wir diese als Kondensstreifen. Selbst wenn es nur Kondensstreifen sind, hat das schon Effekt auf das Wetter, wa? In der Luft lösen sich diese schnell wieder auf, während bei feuchter Luft die Eiskristalle nicht verdunsten können und dadurch immer weiter anwachsen. Ach krass, also er sagt jetzt gerade, dass normale Chemtrails, also ohne jetzt irgendwelche Aluminium-Shit oder bla bla bla, auch bleiben können und dann Wolken kreieren. Ist eine andere Perspektive als der Multibruder vom Anfang, ne? Dadurch kann es durchaus vorkommen, dass derartige Kondensstreifen einen erheblichen Teil des sichtbaren Himmels tagelang abdecken. Ob man es beabsichtigt oder nicht, dies ist eine Wetterveränderung, die quasi nebenher verursacht wird, aufgrund des immer weiter anwachsenden Flugverkehrs. Nach der schwedischen Webseite Flight Radar 24
die auf das Monitoring von Flügen spezialisiert sind, sind an einem Tag 202.000 Flüge gestartet und gelandet. Zu Spitzenzeiten waren rund 19.000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Unabhängig davon, ob es Chemtrails gibt oder nicht, unser Klima wird ohnehin durch den Flugverkehr beeinflusst. Ja, macht doch Sinn, ne? Mit diesen riesen Maschinen, mit denen wir durch die Luft fliegen, die auch natürlich auch diesen Treibstoff Kerosin in sich haben und so. Und dass das einen Effekt auf die Umwelt hat, so, das kann ich mir gut vorstellen. Auch kann man ohne Zweifel behaupten, dass es für viele Länder möglich ist, auf einem hohen technologischen Level das Wetter für eigene Zwecke zu beeinflussen. Man darf die amerikanische Anlage HAARP in Alaska nicht vergessen, die seit Jahren die Menschen... High Frequency Active Auroral Research Program. Beunruhigt und früher vom Militär finanziert worden ist. Im Grunde untersucht dieses Forschung... Es sagen ja sogar Leute, dass man mit diesem HAARP-Ding und so auch Erdbeben auslösen kann und sowas, ne? Zentrum mit 180 Radioantennen, wie mit Radiowellen die Ionosphäre beeinflusst werden kann. Dieser Bereich der Erde enthält viele geladene Teilchen, an denen Funkwellen reflektiert werden können. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, künstliche Polarlichter zu erzeugen. Crazy. Bei vielen Menschen hat sich die Behauptung entwickelt, diese Anlage würde Erdbeben verursachen und die Laune bzw. die Gedanken eines Menschen beeinflussen. Guck mal. Wir sind drin in der Schwurbelei, meine lieben Freunde. Offiziell ist die Anlage jedoch nichts Geheimnisvolles. Auf der offiziellen Homepage kann man sich die aktuellen Daten anschauen und die Anlage kann sogar am Tag der offenen Tür besucht werden. Krass. Für was ist denn das da offiziell? Wie weit die Forschungen tatsächlich gehen, ist nicht leicht herauszufinden. Klar ist für uns nur, dass die Forschungen im Bereich Geoengineering immer weitergehen und somit der Eingriff in die natürlichen Abläufe der Erde immer unvermeidbarer wird. So, und das ist halt das, wo wir aufhören müssen. Wir müssten wieder ein bisschen mehr zurück zur Natur kommen, meiner Meinung nach, Alter. Diese ganzen technologischen Fortschritte, den wir machen und versuchen, alles zu kontrollieren und zu steuern und so, das wird uns irgendwann boomerang-mäßig zurückkommen. Hundertprozentig. Die Natur wird antworten. Und die Natur antwortet auch schon. Und wir müssen uns fragen, okay, was haben wir dazu beigetragen, weißt du? Und wir leben halt nicht mehr wirklich connected mit der Natur. Sondern sehen die Natur auch als etwas wie die Tiere, was unter uns ist, so. Ja, wir haben die Macht über die Natur, wir haben die Macht über die Tiere, wir entscheiden, was gemacht wird, was nicht gemacht wird und so. Und das ist ein Fehler, Bro. Wir kommen aus der Natur. Die Natur hat uns gemacht. So. Also, wir sollten wieder ein bisschen mehr Respekt dafür haben. Geil, Digga. Ich feiere die Kombination aus den beiden Jungs. Aus den beiden Schwurblern hier. Geil, Alter. Starkes Video auf jeden Fall. Interessante Welt, können wir uns auch mal wieder reinziehen. Das Video ist 3 Jahre alt, crazy. Hat nur 60.000 Klicks, hätte ich mehr erwartet. Aber ich fand es ein cooles Video. Liebe geht raus an die YouTube-Community. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Schwurbelt mal schön unten in den Kommentaren. Liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Tschüsschen. Gang.